Herzlich willkommen zu diesem Video, zu meinem Video Microsoft Teams für Lehrerinnen und Lehrer. In diesem Video geht es mir darum, den Lehrkräften einen wirklich raschen und einfachen Basics-Einstieg in dieses Microsoft Teams zu ermöglichen. Was ist Microsoft Teams? Alle, die eine Lizenz für office.com haben, für Office 365, sind alle Lehrerinnen und Lehrer an Bundesschulen, AHS, Unterstufe, Oberstufe, BHS, HTLs, HACs, HALWIs und so weiter, haben einen kostenlosen Zugang vom Bund erhalten und können dann über office.com dann das gesamte Office-Paket von Microsoft verwenden, und da gehört eben auch dann erweitert dazu auch dieses Teams-Angebot. Und mit diesem Teams-Angebot kann man sehr einfach, wenn man es weiß, wie es geht, Informationen, Materialien und so weiter an Schüler weitergeben, aber auch von diesen dann Aufgabenstellungen zum Beispiel zurückbekommen. Und ich möchte das wirklich sehr praxisgerecht machen, sehr einfach machen. Auf der linken Seite habe ich hier bei mir dann den Lehrerzugang und auf der rechten Seite hier einen Schülerzugang, damit du dann auch gleich sehen kannst, wie das Ganze dann auf Schülerseite ausschaut. Das heißt, wenn von Schülerseite noch Fragen kommen, kannst du ihnen dann vielleicht besser dann helfen. Ja, fangen wir gleich einmal an. Ich bin zu office.com gegangen und möchte mich dann gleich hier anmelden. Ich klicke hier auf Anmelden, gebe dann meinen Benutzernamen ein, gebe dann mein Passwort ein und klicke auf Anmelden. In dem Fall möchte ich angemeldet bleiben, jetzt sage ich einmal Nein. Und bin dann schon drinnen und habe hier mehrere Auswahlmöglichkeiten. Du wirst es vielleicht schon gesehen haben, wirst vielleicht schon mit OneDrive gearbeitet haben. Das ist dieser Cloud-Speicher. Und wir wählen aber jetzt in dem Fall hier dann den Eintrag Teams. Ich gehe jetzt also in Teams hinein. So, hier habe ich eine Übersicht über Teams, die hier bei mir bereits angelegt wurden. Ein Team, dem ich vielleicht selber Mitglied bin, oder ein Team, das ich selber erstellt habe. Was sind Teams? Teams ist im Prinzip, entspricht dann einem eigenen Gegenstand. Das heißt, du könntest dann für einen eigenen Gegenstand, Mathematik, Psychologie, Philosophie, was auch immer, ein eigenes Teams anlegen. Und ein Team enthält dann wiederum verschiedene Kanäle. Teams hierher gehen und werde dann hier auf der rechten Seite hier mir auswählen, einem Team beitreten oder ein Team erstellen. Dann kann ich mir überlegen, was ich mache. Ich habe hier mehrere Auswahlmöglichkeiten. Für mich kommen diese beiden Linken hier in Betracht. Und das wäre hier mal Team erstellen. Ich will jetzt hier Team erstellen. Habe hier mehrere Auswahlmöglichkeiten. Und ich bleibe gleich bei der ersten Auswahlmöglichkeit, nämlich bei Kurs. Und beim Kurs habe ich entsprechende Eingaben zu machen. Das sind einmal wichtige Angaben, der Name des Teams und eine Beschreibung. Und ich würde dir wirklich eine Systematik nahelegen. Ich mache immer das Schuljahr am Anfang, dann nehme ich den Klassennamen und dann den Gegenstand. Das ist insofern ganz wichtig, wenn du hier auf der rechten Seite hineinschaust, dann fällt es vielleicht manchen Schülerinnen und Schülern dann eher schwer, und das ist hier der Schülerzugang, sich dann gleich zurechtzufinden. Als Beschreibung könnte ich hier zum Beispiel herzlich willkommen zum BUB-Angebot der 7AG in diesem Schule eingeben. Ich klicke jetzt einmal auf Weiter. Das Team wird erstellt und könnte mir jetzt hier Studenten aussuchen, das heißt Schülerinnen und Schüler, die ich zuordnen kann. Bei den Teams, für die in der Schule, haben die Administratoren im Prinzip hier schon alle Schülernamen angelegt. Ich muss sie hier nur eingeben und könnte sie dann auf Hinzufügen gehen. Ich nehme jetzt einmal mir einen Namen vor. Ja, ich habe meinen Namen ausgesucht. Da wurde mir schon vorgeschlagen, und klicke auf Hinzufügen. In der Realität wirst du natürlich mehrere Schülernamen hier dann hinzufügen, also alle Schülernamen, die zu deinem Kurs, in dem Fall nennt man das hier zu deinem Team, dazugehören sollen. Klicke auf Hinzufügen. Und das Teams wird angelegt. Wenn du hier auf der rechten Seite in der Schüleransicht schaust, ist dieses Teams hier zum Beispiel schon angelegt worden. Ich klicke jetzt auf Schließen. Das Teams wurde angelegt und dann haben wir hier schon den Aufbau eines Teams. Das hier ist der Teamname und da haben wir den ersten Kanal, der dann dazugehört. Auf der Seite habe ich so eine Übersicht dieses aktuellen Teams. Klicke hier drauf auf Teambild ändern und könnte mir hier zum Beispiel etwas Lustiges dann aussuchen, was vielleicht dazu passen könnte. Ich habe da einige Dinge zur Auswahl. Nehme ich mir da diese Sprachblasen hier zum Beispiel, klicke auf Aktualisieren. Jetzt hast du hier schon eine besonders einfache Variante kennengelernt vorhin, wie man Schülernamen hinzufügen kann. Es geht auch hier in dieser Übersicht eine zweite Möglichkeit, nämlich über sogenannte Kurscodes. Wenn ich jetzt hier das Team hier auswähle, und da haben wir hier diese Striche, diese drei Striche, dann gehe ich auf Team verwalten, jetzt gehe ich hier herein, gehe dann hier herein auf Teamcode und klicke hier auf Erstellen. Klicke mal drauf,
Dann wurde hier dieser Teamcode erzeugt, den könnte ich jetzt kopieren und per E-Mail versenden. Und wenn sich dann jemand, ein Schüler, dann einloggt und ich möchte das nicht selber machen, sondern möchte einfach per E-Mail die vielleicht versenden, dann gehen die selber dort hinein auf Kurs beitreten quasi, dann wenn sie sich eingeloggt haben und geben diesen Code dann dementsprechend dann ein. Was man aber auch machen könnte ist, und das wäre etwas sinnvoller, ich klicke hier auf Vollbild. Ich bin hier gerade in einem Klassenzimmer mit einem Beamer, blende diesen Code dann ein und die Schüler gehen dann einen Team beitreten oder ein Team erstellen aus. Ich zeige das jetzt einmal in der Schüleransicht. Gehe in die Schüleransicht und habe dann hier in der Schüleransicht hier oben einen Team beitreten oder ein Team erstellen. Die klicken dann drauf. So etwas gibt es auch in der App von Android oder iOS, das heißt über Smartphone können die es auch machen. Klicken dann drauf und geben den Code dann hier ein und wählen dann, wenn er eingegeben ist, Team beitreten und sind schon dann beigetreten. Also hier siehst du, das geht für die Schüler sehr einfach. Hinzufügen kannst du ein Team ganz einfach hier über diese Übersicht. Da gehst dann hierher und fügst dann zum Beispiel einen Kanal hinzu. Machen wir den einmal und schreiben dann mal hinein Einführung. In was auch immer. Dann könnten wir hier eine Beschreibung dazugeben und klickt auf Hinzufügen. Und schon haben wir dann einen zweiten Kanal dann angelegt. Wir haben Allgemein und Einführung. Es geht aber auch anders. Wenn ich hier wiederum auf diesen Kanal gehe, gehe auf Team verwalten, dann könnte ich hier zum Beispiel hergehen auf Kanäle und könnte hier dann auf der rechten Seite einen neuen Kanal hinzufügen. Den könnte ich zum Beispiel nennen Anthropologie. Klicke ich auch auf Hinzufügen. Und ich habe dann schon einen weiteren neuen Kanal hinzugefügt. Wie du siehst, werden all diese Kanäle hier alphabetisch dann angeordnet. Als nächstes möchte ich zeigen, wie du Kontakt aufnehmen kannst mit deinen Schülerinnen und Schülern. Also wo es eine Chat-Möglichkeit gibt. Und das geht dann über den Faktor dann, dass ich hineingehe in so einen Kanal, allgemein zum Beispiel. Und könnte dann hier bei den Beiträgen, da haben wir verschiedene Registerkarten, wie du siehst, Dateien und so weiter. Da gehe ich auf Beiträge hinein und könnte hier jetzt dann eine Meldung dann zum Beispiel ablassen. Könnt ihr dann hineinschreiben, hallo, schön, dass ihr da seid. Könnt ihr dann hier noch eine Datei zum Beispiel anhängen und könnt ihr dann diese Botschaft dann abschicken. Klicke jetzt hier auf Abschicken. Hallo, schön, dass ihr da seid. Gehe dann hier auf der rechten Seite, bin ich jetzt wieder in der Schüleransicht. Da wählt sich der Schüler dann diesen Kanal dann aus und da steht schon, hallo, schön, dass ihr da seid. Und so kann man dann als Lehrer dann Botschaften schicken, kann Sachen weitergeben und die Schülerin, der Schüler sieht dann dementsprechend hier, was man dann geschickt hat. Was man ebenfalls machen könnte, wäre, dass man mit einer Art Chat-Funktion dann da Kontakt aufnimmt. Wenn ich jetzt hier auf Besprechen gehe zum Beispiel, ist die Frage da, wie ich es machen möchte. Ich winke es gerade, man kann ja bei einem Videochat dann mit jemand anderen, wenn ich jetzt hier besprechen gehen würde, würde ich jetzt den anderen alle im Kurs dann anrufen. Man könnte sich vorher einen Termin ausmachen, ich könnte hier auch einen Termin zum Beispiel mir vornehmen. Ich kann jetzt hier auch ein- und ausschalten, die Kamera schalte jetzt einmal aus. Und wenn ich hier auf Besprechung planen gehe, kann ich hier zum Beispiel dann einen bestimmten Termin festlegen, zum Beispiel für 10.30 Uhr heute. Schick, gebe einen Titel dazu und so weiter, schick das ab und hoffe dann, dass alle Schüler und Schülerinnen zu dem Zeitpunkt wirklich da sind und an dieser Besprechung auch dann tatsächlich teilnehmen, das dann eben annehmen. Wenn ich hier auf Senden gehe, würde ich das abschicken und die Schüler würden diese Nachricht dann bekommen. Das sind so die Möglichkeiten, wie man Kontakt aufnehmen kann. Jetzt möchte ich dir zeigen, wie du deine Unterrichtsmaterialien, Dateien und so weiter teilen kannst. Dafür geht man dann hier in die Registerkarte Dateien. Wenn ich das direkt von Beiträgen aus machen wollte, dann könnte ich jetzt hier gegen Kursmaterialien hochladen und ich springe dann auch hier in diese Registerkarte Dateien. Auf der linken Seite, wie gesagt, ist hier dann der Kanal Allgemein. Ich könnte dasselbe auch hier bei Anthropologie natürlich machen, dass ich hier auf Dateien gehe und hier dann zum Beispiel dann etwas heraufladen würde. Geht jetzt aber hier mal zu Allgemein, gehe auf Dateien und dann siehst du hier einen Ordner, der schon da steht, Kursmaterialien. Das ist insofern ganz wichtig. Alles, was du in diesen Ordner Kursmaterialien hineingibst, können die Schüler nicht verändern. Sie können es lesen und können es nicht verändern. Das, was hier heraus ist, da können Schüler selber was heraufladen, selber etwas beitragen für das Team. Und deswegen würde ich dir fast empfehlen, dass du ein paar Materialien, wo du meinst, die sollten nicht verändert werden, da sollte nichts dazukommen, und dass für alle klar ist, wo deine Sachen sind, dass du sie hier hineingibst in Kursmaterialien, da hineingehst.
Was kann man hier machen? Man kann hier einiges machen. Man kann hier Dateien oder Ordner zum Beispiel raufladen. Ich gehe auf Hochladen, gehe auf Dateien und schon geht er mal in meinen Windows Explorer und da könnte ich hier zum Beispiel dann diese Datei hier raufladen. Ich könnte aber auch hierher gehen und könnte einen ganzen Ordner zum Beispiel raufladen. Wenn ich jetzt hierher gehe, wähle ich mir diesen Ordner hier aus, klicke auf Hochladen. Ich werde hier nochmal gefragt, ob ich das wirklich machen möchte. Und habe hier dann diesen Ordner Zusatzmaterialien und hier siehst du vielleicht eine kleine Übersicht, was da sich alles darin befindet. Und ich kann aber auch neue Ordner anlegen. Ich könnte zum Beispiel jetzt hierher gehen, könnte einen Ordner anlegen und könnte mir dann wieder ein System überlegen, in dem ich dann zum Beispiel schreiben würde, wenn ich Wochenaufgaben machen würde, 2020 03 31 bis Monat ist 04 und der dritte Tag wäre dann der Freitag. Könnte ich hier auch einen Ordner machen und dann da hinein dann wieder einige Dinge hineingeben. Ich kann aber auch neue Dateien anlegen. Das heißt, es gibt so etwas wie Word Online, Excel Online und so weiter. Das heißt, alles läuft in der Cloud, alles wird automatisch gespeichert. Ich könnte aber auch zum Beispiel eine neue Webseite dann hinzufügen. Das geht hier über dieses Pluszeichen. Und klicke dann zum Beispiel hierher. So, ich habe jetzt hier eine Webseite dann angegeben. Wenn ich jetzt auf Speichern klicke, wirst du gleich sehen, was dann passiert. Klick auf Speichern. Und hier wird das neue Registerkarte, hier herinnen wird das angelegt. Und wenn ich mir das jetzt in der Schüleransicht anschaue, da habe ich all diese Dinge mit diesen Ordnern und habe jetzt diesen Ordner, diese Registerkarte PUP Angebot. Sie können gleich auf diese Webseite zugreifen, die ich Ihnen dann hinterlegt habe. Jetzt gehe ich wieder in die Lehreransicht zurück. In der Lehreransicht gehe ich wieder auf das Plus. Wähle mir diesmal hier ein YouTube-Video aus. Ich klicke auf Hinzufügen. Gebe jetzt einen Link hinein. Suche nach ihm. Das ist ganz wichtig hier, diese Suche. Dann wird mir ein Video vorgeschlagen. Schneller Einstieg in Microsoft Teams für Schüler. Klicke auf Speichern. Und ich bekomme ebenfalls als neuen Tab das hier angezeigt. Und der Schüler, Schülerin können sich das dann anzeigen lassen. Das schaut dann im Schülerzugang genauso aus wie bei mir hier im Lehrerzugang. So, und jetzt zeige ich dir, wie man Aufgaben erstellen kann, sicherlich ganz wesentlich. Das heißt, du bist hier in deinem entsprechenden Kanal und gehst dann auf Aufgaben. Also wenn ich hier zu dem Kanal allgemein Aufgaben erstellen möchte oder bei Anthropologie, je nachdem, müsste ich hier dann zu Aufgaben gehen. Ich gehe auf Aufgaben. Ich habe dann hier erste Schritte und klicke dann auf Erstellen. Und dann werde ich gefragt, was ich machen möchte, ob ich ein Quiz machen möchte, eine Aufgabe. Ich möchte es einfach nur eine Aufgabe machen. Und habe hier dann bestimmte Dinge einzugeben. Ich gebe die mal ein und dann sprechen wir darüber. Ich habe hier einen Titel eingegeben, zum Beispiel eine ABC-Liste erweitern. Also ich könnte zum Beispiel sagen, okay, ich habe Buchstaben von A bis Z und da sollen sie bei Wörter hinzufügen. Ich habe hier dann Anweisungen hineingeschrieben. Das kann man mit einem ganz normalen Titel dann bearbeiten, ausbessern und so weiter. Das wären die Anweisungen, das wäre der Titel, den man dann sehen kann. Da könnte ich Punkte vergeben, die zum Beispiel zu erreichen wären. Ja, wenn etwas besonders gut gemacht wird, dass jemand 10 Punkte bekommt und so weiter. So, jetzt kommen wir zu etwas spannend, nämlich die zeitliche Zuweisung. Zugewiesen wird es einmal hier diesem ganzen Team, das ist einmal klar. Ich könnte es auch einzelnen Schülern zuweisen, ja, als Vertiefungsaufgabe zum Beispiel oder Wiederholungsaufgabe. Und dann kann ich hier dann auch das Fälligkeitsdatum zuordnen. Das heißt, wenn ich hierher gehe, bis wann müssen Sie Ihre Aufgabe verändert haben oder gemacht haben, dann könnte ich hier zum Beispiel mal den 12. April hier eingeben und das wäre dann um 23.59 Uhr fällig. Ich kann aber hier bei Bearbeiten etwas Spannendes machen. Ich könnte nämlich das heute machen, könnte aber sagen, okay, es soll aber erst am 13. April zum Beispiel veröffentlicht werden. Dann ist natürlich auch das Fälligkeitsdatum später, das heißt, wann es gemacht werden sollte. Da könnte ich mir zum Beispiel den 20. April mir überlegen. Und wenn jemand etwas verspätet abgeben kann, auch noch, also wenn ich da etwas großzügig sein möchte, dann könnte ich hier ein anderes Abschlussdatum zum Beispiel angeben. Dann klicke ich hier auf Fertig und dann würde das dementsprechend dann so funktionieren. Ich möchte es jetzt aber so machen, dass das jetzt hier gleich zugewiesen werden soll und dann machen wir da auch dieses Abschlussdatum hier weg und Fälligkeitsdatum wäre dann der 20. April. Ja, Sinn macht es aber dann vor allem nicht nur, welche Punkte zuweise, sondern auch, welche Materialien hier zuweise. Das könnte ich zum Beispiel machen, indem ich hier auf Ressourcen hinzufügen gehe und mir dann zum Beispiel einen Link zu einer Datei oder zu einer Webseite dann hier zum Beispiel hinzufüge.
So, ich kann jetzt dann hier einen Link hinzufügen, zum Beispiel zur UF-Seite. Wenn ich hierher gehen würde, könnte ich hier die UF-Adresse eingeben. Oder ich könnte auch von hier, von diesem Gerät hochladen, zum Beispiel eine PDF-Datei heraufladen, damit die dann irgendeine Aufgabenstellung enthält oder irgendwelches Zusatzmaterial, damit dann die Schülerinnen und Schüler damit arbeiten können. Ich gehe jetzt auf Abbrechen. Ich habe das schon gemacht. Du siehst das hier dementsprechend. So, ich bin jetzt in der Schüleransicht, habe mir den entsprechenden Kanal dann ausgesucht und kann dann hier zum Beispiel bei Aktivität einmal hineinschauen und sehe dann hier, dass hier ein neues Assignment, eine neue Aufgabenstellung da ist. Der Schüler geht dann bei Teams hinein. Wenn wir hier mal alle Teams nehmen und dann gehe ich dann hier hinein. Das ist das Team, das ich jetzt gerade hier erstellt habe für den Schüler. Mit der linken Maustaste. Jetzt bin ich erinnern und dann sehe ich dann hier das Assignment, dass ich diese Aufgabenstellung machen kann. Gesammelt, da übersichtlich ist es hier unter Aufgaben. Dann klicke ich hier hinein als Schüler, sehe dann hier die Aufgabenstellung. Wenn ich hier draufklicke, komme ich zum Beispiel zur FAD-Seite. Hier habe ich dann zum Beispiel diese PDF-Datei, die mir dann dargestellt wird. Da habe ich dann diese geöffnete PDF-Datei. Auf der rechten Seite klickt der Schüler auf Schließen, sieht das dann. Und jetzt geht es hier darum, wie gibt der Schüler seine Arbeiten ab. Er geht hier auf Arbeit hinzufügen. Und überlegt dann, wie macht er das, wie gibt er etwas ab. Er könnte hier zum Beispiel hier eine neue Datei ebenfalls machen, könnte in eine eigene Word-Datei etwas hineinschreiben oder lädt von seinem Gerät, von seinem Computer aus dann hier zum Beispiel eine Datei herauf. Die wird jetzt hier mal Test erledigt genannt, die wird jetzt heraufgeladen auf den Server, wird dann dort abgespeichert. Wenn sie hochgeladen wurde, klicke ich auf Fertig. Und wenn der Schüler meint, dass das alles passt, dann klickt man auf Abgeben. Jetzt hat der Schüler die Arbeit abgegeben und wir schauen uns das in der Lehreransicht an. In der Lehreransicht bin ich jetzt wieder und da gehe ich dann auf Noten. Bei Noten habe ich einen Einblick zu all diesen Dateien, diesen Dingen, die dann die Schüler mir in meinem Kanal, also hier bei Allgemein, bei Anthropologie wird es dann wieder anders ausschauen, bei Einführung abgegeben haben. Wenn ich jetzt hier draufklicke, oder hier, sagen wir so, bei Namen, dann sehe ich dann, was dann zum Beispiel gemacht wurde. Da habe ich noch gar keine Punkte vergeben, die könnte ich dann noch vergeben. Wenn ich jetzt hierher gehe, dann könnte ich mir dann auswählen hier bei diesen drei Punkten, Schüleraufgaben öffnen und sehe dann, was der Schüler dann gemacht hat, in dem Fall Test, und könnte dann hier zum Beispiel hier Punkte vergeben, könnte 5 Punkte vergeben und klicke dann auf Zurückgeben, schreibe vielleicht auch einen kleinen Kommentar dazu, könnte ausführlicher sein vielleicht, klicke auf Zurückgeben. Aufschließen und schauen wir dann die Schüleransicht an. Zurück in der Schüleransicht schaut der Schüler dann bei seinem Kanal, in dem Fall waren es die Aufgaben bei Allgemein, bei Noten hinein und bekommt dann zum Beispiel hier dann rückgemeldet, dass es 5 von 10 Punkte sind. Ja, ich bin ja jetzt hier wieder bei Microsoft Teams für Lehrer am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, dass es dir dieses Video geholfen hat. Du hast in jedem Fall hier jetzt, glaube ich, dann doch gut gesehen, wie man ein Team zusammenstellen kann, wie man neue Kanäle anlegen kann, wie man die Schüler dem Kurs dann zufügen kann mit einem Kurscode oder indem ich sie einfach dann händisch einfüge. Du hast gesehen, wie man die Materialien hereinholen kann, wie man sie teilen kann, wie man chatten kann, bis hin zu einem Videochat. So kurz einmal habe ich das dargestellt, wie du deine Unterrichtsmaterialien teilen kannst, wie du dann YouTube-Videos verlinken kannst, Webseiten heraufladen kannst, aber vor allem auch wieder Aufgaben erstellen kannst und wie du diese Aufgaben dann weitergeben kannst an deine Schülerinnen und Schüler, wieder ihnen Feedback geben kannst und wieder ihnen dann Punkte geben kannst. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei einem neuen Video.